Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War. Wir haben den 14. September 1862. Crampton's Gap. Die Rebellen haben sich erstmals entschieden, in nördliches Gebiet einzudringen. Lee hat seine Streitkräfte in einem Versuch, eine Versorgungslinie in Maryland zu sichern, aufgestellt. Jackson greift mit dem linken Flügel der Rebellenarmee Harper's Ferry an, eine strategisch wichtige Stadt mit einer Waffenkammer. Sie müssen einen Teil ihrer Armee durch, Entschuldigung, Crampton's Gap bringen, um die Belagerung zu durchbrechen. Der Rest ihrer Armee muss den rechten Flügel der Rebellenarmee, in der Bonesboro gesichtet wurde, aufhalten. Okay. Ja, komm, Heinrich macht das schon. Ja, Heinrich braucht auch Erfahrung. General, unsere Späher berichten, dass ein paar Streitkräfte der Konföderierten die Lücke bewachen. Ja, das heißt, wir gehen nur durch Wald. Es wird ein reiner Waldkampf und ich hoffe mal, die sind nicht im Wald. Alles andere wäre du doof. Doof, ja. So richtig doof. So, wir müssen angreifen und Durchgang sichern. Die meisten unserer Streitkräfte sind eine halbe Stunde hinter uns, aber der Besatzung von Harper's Ferry wird bald die Zeit ausgehen. Wir müssen schnell sein, sonst fällt die Stadt in Rebellenhände. Schnell heißt schnell. Wir dürfen am Anfang nur 4 Brigaden haben. Hab ich keine? 2000 Mann? Ah, ich habe wieder so viele Offiziere verloren. So, warum ist er nicht drin? Warum kriege ich hier Scheiße? Ist auch kein 2000er drin. Der Force. Drayton ist auch nicht drin. Warum sind die alle nicht drin? Ich lass das jetzt einfach mal so, damit die Kleinen. Der hat auch schon 2 Punkte. Warum hat er nur 1500 Mann? Wenn er 2 Sterne hat, habe ich mir dabei gedacht. Ich lasse das einfach mal so. Aber wir können sie ja schon mal ein bisschen näher ranstellen. Na, ich würde auch so sagen, ihr geht dahin. Heinrich macht einen guten Eindruck. Den Munitionswagen weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Entweder gehen wir. Nee, nee, nee. Nee, komm, Heinrich, wir machen Folgendes. Ich wollte schon wieder die in die Zange nehmen. Das Problem ist, bei der Zange nehmen, wir wollen ja den Punkt haben. Und wenn ich jetzt von hier komme und von hier komme, dann quetschen wir sie in die Mitte und die halten quasi den Punkt, weil wir sie in der Mitte sammeln wie Schafe. Wir wollen sie ja wegdrängen. Das heißt, sie müssten ja irgendwo Platz haben, wo sie hin können. Das heißt, wir greifen nur aus diesem Wald an und bringen sie dahin. Das ist mein Ziel. So, alle Mann, rein. Laufen nicht vergessen. Munitionswagen und Heinrich geht auch in den Wald. Haben 2 Stunden und 27 Minuten. So, was haben wir in Deckung? Schon mal ein 70er Bereich. Ich warte, bis sie in Formation sind. Und dann marschieren wir von links hoch. Links ist immer die Front quasi. Und der zieht immer nach, weil der hier eindeutig weniger Deckung hat. Auf Munitionswagen warten wir jetzt nicht. So, im Wald ist erstmal nichts. Das ist ja. Oh, da ist doch was. Die 24. GA. GA. Die Gaffen. Die Raffen. Oder so. So, Heinrich geht mal mit. Und wir motivieren.
Komm, geht auch. So, voran. Wickham. So, reicht. Feuer frei. Eigentlich 89 Deckung, aber die werden wahrscheinlich auch genug Deckung haben. Komm mal ran. Wallace. Müssen wir zu dritt drauf schießen. Wallace. Reicht nicht ganz. Nee, dann lieber da. Traue mich den hier nicht hinzustellen, man hat da keine Deckung. Ah, machen wir, komm. Evans, Feuer. Wir müssen eigentlich nur das 24. wegkriegen. Und dann können wir die anderen von der Seite nehmen. Da dürften die rennen. Und dann ziehe ich Devins in den Wald rein. Weißt du was? Nochmal einen Schritt. Ja, es ist jetzt ein richtiger Waldkampf. Der Rest unserer Truppen ist hier. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Kavallerie. Kavallerie, Kavallerie, Kavallerie. Kavallerie finde ich gut. Geht an die Seite. So, Kanönchen mit Hühnchen. Einmal mal hier hin. Truppen. Laufen. Hier hin. Oh, Wallace hat 100 Mann verloren. Passt. Ja, die Kanonen, bis sie da sind, ist Weihnachten. Also, ich glaube nicht, dass die noch groß ausschlaggebend sind. Könnten sie vielleicht 1500 Meter? Vielleicht auch erstmal bis dahin. Vielleicht reicht das ja. Der hat 1300, der muss auf jeden Fall weiter. Ja, die schießen sich hier gegenseitig alle tot. Nur Wallace kriegt gerade viel ab. So, Kavallerie hier rüber. Vielleicht kriegen wir ja was weggelockt. Dann ziehe ich die Munitionswagen noch ein bisschen zurück. Na, erstmal da hoch. Da ist nämlich noch eine Einheit im Wald. So, tut mir leid, dass die armen Schweine so weit laufen müssen. Auf die Mitte. Da ist noch einer. Aha. Auf die Mitte. Und da hinten sind auch noch welche. Eieieiei. Ich würde sagen, Attacke. Naja, lass mal erstmal hier weiter rennen. Nicht, dass wir den noch in die Schusslinie fahren. Die holen uns hier von. Entschuldigung. Boah, Schluck auf, ey. Von weiter oben. Ich höre meine Kanonen nicht. Könnt ihr mal feuern? So. Laufen. 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 Gas geben, Jungs. So, jetzt haben wir uns da zurückgezogen. Wir sind ja quasi hier gewesen. Ich glaube auch nicht, dass sie weggerückt sind. Surprise, Motherfucker. Oh, da kriegen wir mal die Salve ab.
So, Schnitzelparty, bevor die Verstärkung da ist. Dann ziehen wir noch wenigstens eine Gruppe ab. Ah, da ist noch eine. Okay, das reicht. Wir werden geschnitzelt. Rückzug, Franklin. Rückzug. Das war doof. Schade. Upsala. Ah, Franklin läuft. Scheiße. Das war doof. So. Auch er hat schon ein paar hundert Mann verloren. Jetzt kommt der spaßige Teil. Ja, komm mal ein bisschen so. So, geh mal ran. Oh, du musst da rangehen. Müssen wir die erst knacken. Das sollte doch jetzt hier gehen mit denen, oder? McDowell, Schützen, Feuer. Und von der Seite. Perfekt. McDowell seitlich hinstellen. Buckley oder wie du auch immer heißt. Komm mal hierher. Seite zu kriegen. So. Dann schießt man da in die Mitte. So, der müsste auch gleich laufen, die 41. Hat dann eine super Deckung, gell? Eine Stunde haben wir noch. Das zieht sich ja gerade wie Kaugummi hier. Gehe ich mit den Schützen in den Nahkampf? Weil es sterben einfach zu wenig bei der 41. Hier sind die Nahkämpfer. Ich gehe jetzt mit den Schützen mal in Nahkampf. So, den schwenken wir um. Nahkampf ist abgebrochen. Verdammte Axt, ey. Geht doch mal in den Nahkampf da. Dann kommen wir von der Seite. Die klingen motiviert. Und haben Feierabend. Wollen in die nächsten. Zieh schon mal die Kanone nach, die hier. Ja, also richtig Nahkampf ist da nicht. Das haben die wohl mit der Gewerkschaft nicht geklärt. Ja, die gehen wohl nicht gerne im Wald, keine Ahnung. Habe ich hier gerade die falschen Hand gehabt? Okay, waren die richtigen. Frei auf die Mitte.
Oder blockieren sich meine Gruppen selber quasi. Hier, das ist schön von der Seite. Das gibt's doch nicht. Das muss mir mal einer erklären. Junge, schieß drauf. Oh, so wird das nichts. Ziehst du weiter rüber. Dann ziehst. Dann kommt ihr jetzt. Nein, rein. Halt, Feuer. So, rein da. Genau, vereinte Kanonen, ran da. Schön, weiter. Weiter. Jetzt gibt es eine Kettenreaktion. Darauf habe ich die ganze Zeit gebaut. Jetzt kommt die erst zu tragen. Weiter. Jetzt müssen die daran sterben. Die nächste Kanone muss weg. Genau so sieht's aus. Dann ab ins Kornfeld. Ab in die Hütte. Weiter. Du gehst da schon mal hin. Kanonen. Feuer. Aber sowas von Rucki-Zucki. So, da läuft schon wieder was. Union hat Grand Skip irgendwas gesichtet. So, ich versuche mal weiter hochzukommen mit der Kavallerie. Dann nutze den Moment, komm da rum. Komm da rum. Kanone, komm mal eine ran. So, wir schieben sie weiter weg. Aber der flankiert, da gehe ich jetzt in den Nahkampf. So, ab in den Wald. Weiter. Weiter. Und weiter. Die Kavallerie will Rache. So sieht es richtig aus. Auf die Kanone, auf die nächste. Du kommst dann weiter. Komm hier in den Wald. Du gehst hier in den Wald. Wallace, nachziehen. Was machst du, Wickham? Ah, Franklin hat sich zurückgezogen. Okay. Ah, dann flankier doch nicht. Komm doch einfach näher. Doch quasi von A nach B schießen. Einfach wegballern. Und Franklin. Scheiße. Müsste jetzt echt mit Scheiß, ne? Gelandet. Entschuldigung. So, zwei Einheimen aufgegeben. Dann kommt mal zurück. Das ist schön, das sind dann wieder 1000 Mann. Nee, Franklin, du musst nach Hause. Komm, du hast Feierabend. Und haben die Schlacht gewonnen? Komm, die hole ich mir auch nochmal von hinten. Obwohl, 1000 Mann haben wir ja schon. Kannst du aber da Motivation geben? Kriegen wir die noch? Ja, die hauen zwar ab, aber die kommen dann quasi wieder. Geben nicht auf.
Jawohl. 1000 Mann verloren, 1500, okay. Die Verluste aber beim Feind ist größer, das ist besser. 1500 Mann. Ich hoffe, unsere Männer haben an Erfahrung gewonnen. Ah, 1000 Gefangene. Ja, einer hat hier was gekriegt. Was haben wir hier? Schützen. Schützen. Körperklee. Dann wirst du Nahkämpfer. Und ich glaube, für den Nahkampf haben wir da was Besseres als die Springfield. Ja, die ist minimal besser, haben wir aber nicht auf Lager. Dann nicht. Ansonsten haben wir gerade, ja gut, 1500 Mann müssen wir irgendwo reinstecken. Haben 12.000, ja. Mann, das ist ganz gut. Politik. Ich glaube, 20%. Bam, 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 bam. Wähle ja mal 17, ne? Ich würde gerne Nachschub langsam verbessern. Ich pack mal Nachschub. Vielleicht mache ich noch einen bei nächstes Mal bei Politik, dann haben wir da 20%, das reicht ja eigentlich. Nachschub hätte ich gern ein bisschen Medizin und dann bin ich auch quasi glücklich. Gut, soweit hiervon. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch mal gerne einen Like oder einen Kommentar da. Und für die, die hier die Folgen schauen und noch kein Abo dagelassen haben, dann unterstützt die Union, unterstützt General Heinrich. Lasst doch mal gerne ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.